120.000 Bitcoin. Das sind rund 6,2 Milliarden US-Dollar. So viel hat BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, jetzt an Bitcoin gekauft. Und bitte festhalten, das alles in nur einem Monat. Aber auch Ethereum möchte mitmischen und die ersten Zulassungen für einen Ethereum Spot ETF werden veröffentlicht. Außerdem schauen wir in die Welt der künstlichen Intelligenz und fragen uns, welche Coins können aktuell davon profitieren. Und wer natürlich nicht fehlen darf bei einem Krypto-Update, das ist unsere Katja. Von daher sage ich jetzt, hallo liebe Zuschauer und natürlich willkommen Katja zu einem Krypto-Update. Es ist jetzt etwas länger her, aber wir haben eine beeindruckende Rallye hinter uns gelegt. Der Bitcoin nur noch 25% knapp von seinem All-Time-High entfernt, aber auch Ethereum jetzt scheint wieder aus dem Winterschlaf erwacht zu sein bei knapp 2.900 US-Dollar. Katja, wie ist aktuell die Lage bei dir? Ja, ich habe mal geguckt bei Twitter, weil Twitter, wenn es um Krypto geht, dann musst du bei Twitter sein. Ja, vergiss Instagram, vergiss YouTube. Okay. Aber Bitcoin, Ethereum trendet sehr oft in letzter Zeit und das ist ein gutes Zeichen. Die Leute sind halt im Hype angekommen und sie sind gierig. Nicht nur die Leute, hauptsächlich auch die großen Big Player da draußen. Michael Saylor, der bekannte CEO, der Bitcoiner, Bitcoin-Maximalist, wohlbemerkt, hat jetzt getweetet, Bitcoin 333% im Plus, er ging seit August, hat eine Auswertung gepostet, S&P nur 50%, Nasdaq 44%, Gold minus 1%, Silber minus 19% und Bonds minus 20%. Also das siehst du mal wieder. Ja, mit Krypto kannst du wirklich auf der Gewinnerseite sein. Ja, lass uns doch mal einen Blick auf den Fear and Greed Index werfen. Wir sehen es auch hier schon, 72 Punkte, also aktuell wirklich bei dem Gier-Moment und auch davor am 17. jetzt vor drei Tagen sogar schon bei extremer Gier. Und auch ein Blick hier auf die Heatmap, Bitcoin letzte Woche ja knapp plus 4%, Ethereum plus 10% und auch die meisten Altcoins hier im grünen Bereich. Noch ein Blick auf die Monatshistorie, auch da sehen wir es, der Bitcoin jetzt mit knapp 25% plus. Katja, jetzt steht ja im April das Bitcoin-Halving an. Glaubst du, bis dahin wird es so weitergehen oder wir sehen jetzt erstmal vielleicht eine Korrektur, vor allen Dingen was den Bitcoin angeht? Das ist eine gute Frage. Viele Leute hoffen natürlich auf eine Korrektur, weil sie sind wahrscheinlich noch gar nicht eingestiegen. Und genau, wenn man jetzt den Preis sieht, dann kriegt man ja schon wieder keine Lust drauf, ne? Und sagt, das ist viel zu teuer da. Da brauche ich ja ewig, ehe ich mal so einen Bitcoin zusammen gespart habe. Auf der anderen Seite, wenn du einen Ansparplan hast, ist es meiner Meinung nach das Vernünftigste, weil niemand weiß, wo die Reise hingeht. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe mal gedacht, ich warte mal beim Marathon Digital auf einen Rücksetzer und dann kaufe ich nach. Und dieser Rücksetzer kam nicht und das Ding stieg und stieg und stieg. Und dann dachte ich, mein Gott, hätte ich doch einfach mal gekauft. Ja? Das heißt, du bist immer in diesem Bereich, du tappst im Dunkeln und wer nicht mitspielt, der hat vielleicht verloren. Und du ärgerst dich, wenn du jetzt vielleicht so eine große Portion reinsteckst. Das heißt, geh immer in Maßen vor mit Vernunft. Und vor allem muss man sagen, ja, Bitcoin, die Prognosen sind ja ein Traum. Schau dir Cathie Wood an, die hat gesagt, ja, Safe Haven Asset, also der sichere Hafen. Und sieht den bei 1,5 Millionen Dollar bis 2030. Oh, schön, ja, schön wäre es. Aber angenommen, es kommt eine Hyperinflation in den USA, dann ist das nicht unrealistisch. Aber dann kostet deine Milch auch vielleicht 100 Euro oder 1.000 Euro. Also von daher würde ich sagen, immer realistisch bleiben, Rücksetzer durchaus möglich. Aktuell ist es ja so, dass BlackRock und Co. eine Menge Bitcoin besitzen. Rund 4% der verfügbaren Menge haben sich schon die Großen mit den Spot-ETFs einverleibt. Und das sorgt natürlich für Kaufdruck am Markt. Und die Kleinen, also so wie du und ich, die kleinen Fische, wir sind ja noch nicht mal so richtig dabei, weil die Spot-ETFs werden aktuell noch getestet. Das heißt, es ist in der Testphase, bis der Bankberater dich anruft und sagt, hey Ben, ich habe einen coolen Krypto-Produkt für dich, ein cooles neues, das solltest du haben. Das dauert noch. Und bis dahin, sagt man, sind wir noch ganz entspannt und haben Zeit mit einem Sparplan nach und nach zu kaufen. Das Halving steht an erst, sagen wir mal, 17. April, glaube ich,
Ist es Genau. soweit, dann werden die Rewards der Miner halbiert. Aktuell bekommen sie über 6 Bitcoin pro gemeinten Block. Das heißt, sie müssen diese Blocks suchen und die Suche wird dann erschwert, dauert länger nach dem Halving und dann kriegen sie nur noch die Hälfte an Bitcoin. Und das heißt, auch dann wird das Angebot verknappt und das sollte den Preis treiben, weil umso knapper ein Gut, umso höher auch die Nachfrage. Gerade im Finanzbereich ist das digitale Gold beliebt. Die Angst vor Inflation ist da. Man munkelt, die Zinsen könnten wieder zurückgehen. Das heißt, auch da könnte ein Inflationsdruck wieder auf uns zukommen. Und deswegen ist Bitcoin nach wie vor in meinen Augen noch recht günstig. Ja, ich hatte jetzt gelesen, dass BlackRock aktuell pro Tag 3.100 Bitcoin kauft. Das sind rund 170 Millionen US-Dollar. Aber tatsächlich ist eigentlich dieses Bitcoin-Investment oder dieses BlackRock-Geschäft, was sie jetzt gerade mit den Bitcoin-Spot-ETFs betreiben, das ist ein marginaler, ein winziger Bruchteil von BlackRocks Gesamtgeschäft. Ja, also ich glaube, der Vermögensverwalter weist aktuell einen Wert von 9,1 Billionen US-Dollar auf. Also so viel dazu. Und was du schon richtig gesagt hast, das Halving, eben die Verknappung. Ich glaube, die neue ausgegebene Menge pro Block ist dann bei 3,125 Coins. Glaubst du denn jetzt, du hast es ja angesprochen, die erhöhte Nachfrage, die Verknappung, das lässt ja dann häufig den Preis steigen. Meinst du, es entsteht wirklich so eine Angst durch die Nachfrage und wir können damit rechnen, dass der Bitcoin noch weiter steigt? Ich habe hier auch mal einen Chart vorbereitet, da sieht man es ungefähr, das ist immer der Überblick. Die Qualität ist leider nicht ganz so gut, aber ihr seht es hier immer 365 Tage nach einem Halving. Ja, der Bitcoin hat sich immer extrem positiv entwickelt. Katja, mit was rechnest du da jetzt? Du hast es angesprochen, das Stichwort Angst. Und zwar, wir haben ja in der Corona-Pandemie was erlebt, das könnte man auch sagen, eine Vertrauenskrise ist jetzt entstanden. Man hat kein Vertrauen mehr zu seinem Arzt, vielleicht auch nicht in die Regierung, vielleicht auch nicht in die Schule. Wo man sagt, ist das Wissen, was die mir jetzt vermitteln, dann noch korrekt? Und auch in die Banken vielleicht. Und deswegen ist Bitcoin das Be Your Own Bank, das neue Stichwort, was dir erlaubt, vielleicht auch einen Schutz vor der Regierung zu finden. Und zwar Templeton CEO Jenny Johnson sagt, Bitcoin ist eine Versicherung gegen Regierungen, die alle Vermögenswerte außer Bitcoin beschlagnahmen können. Und das könnte auch ein FOMO auslösen, wo man sagt, ich muss unbedingt das haben, damit ich doch vielleicht besser dastehe, falls sie doch mein Gold beschlagnahmen, weil es gab auch schon Goldbesitzverbot in Vergangenheit. Und ja, und ich weiß es nicht, aber das könnte auf jeden Fall ein Grund sein, warum auch die Nachfrage nach wie vor noch ansteigen könnte. Ja, lass uns doch einfach mal auf den aktuellen Bitcoin-Chart gucken. Wir sehen es hier kurz vor der 52.000 US-Dollar-Marke. Wir hatten sie am Wochenende schon geknackt. Und das ist hier ein etwas langfristiger Chart. Ihr seht sogar hier noch markiert von mir die Bitcoin-ETF-Gerüchte, die im Juni letztem Jahr so langsam befeuert wurden. Und dann ging es eigentlich stetig bergauf. Vor allen Dingen hier, wo sich die 50er und die 200er-Tageslinie kreuzen. Aber wir machen weiter mit dem Ethereum-Chart. Der ist ja genauso spannend. Katja, glaubst du denn, jetzt wo Ethereum wieder den Weg nach oben gefunden hat, aus dem Winterschlaf erwacht ist, dass das vielleicht so ein bisschen die Altcoin-Season einleitet? Ist ja häufig so, wenn der Bitcoin dann irgendwann anfängt zu stocken, wenn eine leichte Korrektur kommt, dass dann so die Altcoins jetzt so richtig nachziehen könnten, weil Ethereum ist ja der größte Altcoin, wenn man es so sehen möchte, und der leitet jetzt vielleicht diese Altcoin-Season ein? Bitcoin ist definitiv erstmal das Zugpferd. Ethereum Nummer 2. Also ist definitiv einer der wichtigsten Coins da draußen. Und die Altcoin-Season, wenn du mal schaust, hat definitiv begonnen, gerade im AI-Bereich. Können wir nachher nochmal drüber Ja. sprechen. Aber generell habe ich primär Bitcoin und Ethereum im Auge, weil ich glaube auch, dass es da draußen die seriösesten Coins sind oder die interessantesten. Seriös sieht man immer, wenn es gut gelaufen ist. Ja, hoffentlich läuft es auch immer gut, weil Ethereum ist ja definitiv nicht wie Bitcoin dezentral aufgestellt. Da steckt eine Stiftung dahinter, die Ethereum Foundation in der Schweiz. Und da weiß man nie, sollte man dem so sehr Vertrauen schenken.
Aber wenn man sich den Chart ansieht, 5 Jahre, der Ethereum-Chart 2230% plus, ja, ein Jahr 72%, und da hat Ethereum wirklich Bitcoin in den Schatten gestellt in den letzten 5 Jahren. Bitcoin hat nur 1350% geschafft. Und ja, von daher fragt man sich, warum ist Ethereum so steil gegangen? Wird es den Bitcoin vielleicht mal den Rang ablaufen, wenn man da mal schaut, was da gerade abgeht? Nicht nur BlackRock hat die Lizenz beantragt, dass sie bei der SEC, ja, die Genehmigung bekommen für den Spot-ETF, sondern auch eine Cathie Wood ist wieder dabei mit ARK Invest, und alle großen Wale da draußen möchten natürlich mitverdienen, weil da kannst du eine Menge an Gebühren einfahren, und man munkelt, dass der nächste Spot-ETF im Ethereum-Bereich sogar mit ein bisschen Zins kommt. Ja, die Stichwort Staking Rewards, und das wäre halt ein Traum für die Menschen, dass sie wieder Zinsen haben auf ein ETF, und warum nicht auch im Kryptobereich jetzt auch. Ja, und ihr seht, da ist viel los. Ethereum hat eine Menge News rausgelassen, ein Update, Denkun-Update. Dann hat Genau. man noch, was hat man noch, ein Wal kauft eine Menge in letzter Zeit. Es sind 5 Milliarden Dollar seit Jahresanfang in Ethereum auch geflossen. Das fand ich ziemlich, ja, beeindruckend, ja. Und alleine im Februar bis jetzt sind es über 3 Milliarden gewesen, die in Ethereum gehen. Und da sieht man auch, laut Bloomberg gehen die davon aus, dass die Zulassung kommen wird. Und man denkt immer, die wissen vielleicht schon mehr als wir. Und Prognosen von Ethereum sind ja auch ein Traum. Eine Verdreifachung sollte drin sein, 10.000 Dollar. Und von daher bin ich äußerst bullisch und zuversichtlich. Auch wer dahinter steckt, ist Vitalik Buterin, das Wunderkind in der Kryptowelt. Das ist eine Marke, die er da geschaffen hat. Und auch ein wichtiger Coin, der die meisten Apps als Grundlage, also als Infrastruktur darüber laufen lässt. Und deswegen, ja, ein bisschen Ethereum kann nicht schaden. Ja, also ich bin auch unheimlich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Vor allen Dingen, wie du es angesprochen hast, dass jetzt eben tatsächlich Ethereum Spot ETFs ja schon so in der Pipeline stehen. Ich glaube, am 22. Mai soll es zu einer Vorentscheidung oder zu einer ersten Entscheidung kommen. Da ist es ja auch häufig so, das wird dann hinausgezögert und dann wird jetzt schon spekuliert, dass es erst im Jahr 2025 wirklich eine, wenn überhaupt, eine Zulassung geben könnte für Ethereum. Aber das ist natürlich jetzt gerade, was wir erleben, dass man jetzt darauf spekuliert, Ethereum steigt. Ich bin noch nicht gespannt, wie das weitergeht. Aber wir wollen zum Schluss nochmal einen Blick auf die ganzen Altcoins werfen. Wir fangen doch einfach mal an mit den Top 10 Performern aus der letzten Woche. Und da sehen wir ganz oben den WorldCoin. Dann sehen wir unter anderem The Graph. Dann sehen wir Fetch AI. Es fällt auf, dass die künstliche Intelligenz oder AI da auf jeden Fall mitmischen. Und Katja, ich würde dich fragen, was hältst du von dem ganzen KI-Sektor im Moment? Glaubst du, dass Bitcoin und OpenAI, generell künstliche Intelligenz, irgendwie Hand in Hand gehen können? Ich meine, das alles basiert ja jetzt auf dieser Veröffentlichung, dass eben diese Sora-Weiterentwicklung von OpenAI stattgefunden hat. Also, dass man heutzutage Text-to-Video unheimlich professionell und auch einfach umsetzen kann. Das Video haben wahrscheinlich viele gesehen. Falls nicht, ich blende es hier nochmal ein. Da wurde eben der künstlichen Intelligenz vorgegeben, ja, was zu sehen soll sein auf dem Video. Und dann hat man hier eben eine schöne Winterlandschaft. Man weiß nicht genau, wo es ist, gesehen mit zwei Menschen, die dort langlaufen. Es sieht extrem professionell aus. Katja, was ist deine Meinung zu der künstlichen Intelligenz? Ja, der Vorreiter, hast du ja schon angesprochen, Sam Altman, der hat da gegründet OpenAI, WorldCoin, das fragwürdige Projekt, wo man die Iris scannen kann. Und jetzt Genau. geht es auch um das Thema, mach mir mal ein Video mit dem Ben und der Kate, und dann müssen wir in Zukunft auch keine Sorgen mehr haben. Wir sitzen halt daheim und schauen zu, wie das alles automatisiert ist. Das ist das Stichwort AI. Viele Leute sind begeistert davon, aber was halt, es ist auch unheimlich, weil es wird sehr viele Jobs vielleicht auch wegnehmen. Man weiß ja nicht, wie die Zukunft aussieht, aber aktuell ist es definitiv ein Hype. Ich habe lange nicht in mein Kryptokonto geschaut, und gestern habe ich mich wirklich gefreut, was ist denn da los? Und dann sehe ich da, The Graph hat fett zugelegt, 180%. Das ist das Google der Blockchain. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Bitensor gibt es seit Launch über 400.000% zugelegt, habe ich gelesen. Das ist maschinelles Lernen.
Dann haben wir den Ocean Coin. Okay, der hat nur 130% in 6 Monaten geschafft. Render 336%. Fetch AI, smarte Programme, die Aufgaben verrichten können. Ja, oder auch, ja, das ist dieses Wenn-Dann-Programmieren. Wenn das passiert, mach das. Und dann brauchst du auch weniger Kapazitäten. Und deswegen ist OpenAI, glaube ich, noch ganz am Anfang. Ich selber würde mir immer auch ein bisschen was davon ins Depot legen. Habe ich auch mit Ocean zum Beispiel habe ich. Ich habe Internetcomputer habe ich nicht, Injective habe ich nicht, NIR habe ich auch nicht, wobei NIR-Protokoll auch mit den großen Google Alphabet zusammenarbeitet. Da muss man auch sehen, wer hat welchen Partner als Geschäftspartner. Das könnte auch den Kurs langfristig gut pushen, wenn die mal gekauft werden sollten. Ja, und deswegen, ich glaube, ohne AI geht es nicht. Man sollte aber nicht nur AI im Depot haben, gerade im Kryptodepot oder auch bei den Aktien. Da gibt es ja jetzt die Aktie Super Microcomputer, die jetzt jeder will, weil sie ja 1000% in einem Jahr mindestens zugelegt hat. Da wäre ich jetzt schon wieder vorsichtig und würde mich fragen, ist es jetzt vielleicht nicht schon der Zeitpunkt, wo ich da verkaufen sollte? Weil erst wenn die News draußen ist, ist es oft schon zu spät. Und da würde ich wirklich vernünftig investieren bei ein bisschen Bitcoin, ein bisschen Ethereum. Und eine ganz, ganz kleine Mini-Position Risiko, weil AI ist immer Risiko und es macht dann keinen Spaß, wenn es mal einem Fett nach unten geht. Ja, ich glaube auch, dass natürlich die Gefahr jetzt groß ist, dass man einfach zu spät zur Party kommt und den Letzten, den beißen ja dann oft die Hunde. Ich glaube auch generell, dass Anleger, die jetzt hier so in KI-Coins oder generell im KI-Sektor hoch investiert sind, die gucken natürlich jetzt auch viel auf Bekanntgaben von Quartalszahlen von Nvidia. Das steht morgen an. Das ist natürlich unheimlich entscheidend, aber auch andere Aktien. Was ich noch spannend finde, vielleicht noch zum Schluss. Wir können noch mal ganz kurz auf die Verliererliste gucken, der Coins. Und da sieht man eigentlich schon, ich glaube, die schlechteste Performance von Asta, aber das sind eben nur -10% in einer Woche. Also wir merken einfach, scheinbar scheint langsam so ein bisschen der Kryptowinter etwas abzuflachen. Und das freut uns natürlich auch umso mehr hier, denn dann können wir euch positiven Content liefern. Und ach so, das letzte Thema, was ich noch ansprechen wollte, war eben genau Aktien. Und wir hatten ja schon öfter über Coinbase gesprochen und das finde ich auch immer wieder unheimlich interessant. Es ist natürlich irgendwo risikobehafteter, in ein Unternehmen zu investieren, was eben ja eine Kryptobörse ist, ja. Aber wenn man sich überlegt, BlackRock zum Beispiel verwahrt eben Bitcoin auf Coinbase und von daher ist vielleicht Coinbase gar nicht so uninteressant. Und Katja, du hast, glaube ich, jetzt auch letztens über Coinbase berichtet. Und wenn man sich auch da den Chart mal anschaut, scheint auch Coinbase wieder langsam die richtige Spur gefunden zu haben. Ja, bei Coinbase habe ich mich geärgert, dass ich sie nicht im Depot habe, weil ich kann mich noch erinnern, da war die auf 60 Euro gefallen Ja. und wurde immer ein bisschen belächelt. Und du solltest immer auf Leute, nicht auf Leute hören, die alles belächeln. Das heißt ja, es gibt ein Sprichwort, das heißt, kauf Aktien, die keiner will. Die, wo die am meisten drüber gelacht wird, die könnten sich wirklich entpuppen zu einem Depotjuwel eines Tages. Gerade die nach unten geprügelt worden, sind ja immer sehr interessant, weil auch die Geier da draußen, die Gierigen und die Geizigen, also die großen Banken, Investoren, die schauen sich natürlich an, was ist noch günstig zu haben. Stichwort Warren Buffett, der immer sagt, kauf eine Aktie für 50 Cent und verkauf sie beim Dollar. Ja? Also das einfach mal das Unterbewertete schätzen lernen. Und aktuell ist eine Coinbase. Ja, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt die Finger davon lassen und erstmal abwarten. Gerade im Aktienmarkt, der ist ja verdammt gut gelaufen, auch im Kryptobereich. Und das ist die Frage, wenn der Bitcoin jetzt ein bisschen nachgibt, ausverkauft wird, dann wird es auch wahrscheinlich diese Kryptoaktie mit nach unten ziehen. Und je breiter man aufgestellt ist, umso besser. Ach, ich bin aktuell auch ganz entspannt, weil wenn du viel und lange Jahre bei Krypto dabei warst oder bei Aktien, dann gewinnt hoffentlich irgendwann die Vernunft, dass du sagst, ich muss nicht alles haben. Das kannst du ja auch gar nicht. Du hast begrenzte Anzahl von Mitteln. Und gerade KI, finde ich, da gibt es noch gutes Potenzial, weil wenn der Hype, der ist gerade dabei, du hast ein Momentum, du Sentiment ist da und gerade Vitalik Buterin hat wieder gepostet auf Twitter.
KI optimiert die Blockchain und das technische Risiko der Ausfälle der Chains wird in Zukunft sinken. Die Kosten kannst du damit reduzieren und die Skalierbarkeit kann AI endlich verbessern, weil sie gehen davon aus, dass halt die KI auch schneller denkt als ein normaler Mensch. Und deswegen wird auch, hofft man, dass Stichwort auch KI es schafft, dass Blockchain-Technologie schneller für jeden einfach zu handhaben ist, weil die Entwicklung beschleunigt wird und dann haben wir dann auch mehr davon, du und ich und ihr alle da draußen. Schreibt uns mal unter den Kommentaren. Habt ihr Fragen? Habt ihr Feedback? Was ist eure Meinung zur KI? Habt ihr irgendwelche coolen Coins, die wir mal vorstellen sollen? Und ja, genau, das würde mich mal interessieren. Ja, fände ich auch spannend, wenn wir vielleicht mal wirklich ein thematisches Video machen über KI und in Verbindung dann eben mit, welche Coins sind da wirklich interessant. Aber das war es jetzt erstmal mit uns und ich finde es gut, was du zum Schluss nochmal gesagt hast. Wir sind ja jetzt schon etwas länger im Kryptospace unterwegs und viele, ja, fragen sich jetzt aktuell, ist es schon soweit, soll ich Gewinne vom Tisch nehmen? Und vielleicht sollte man das Ganze einfach etwas entspannter sehen, solange man eben dabei ist bei der Party, also involviert bzw. investiert, einfach vielleicht etwas die Füße stillhalten und schauen, wie es sich weiterentwickelt. Katja, ich sage vielen Dank und hoffentlich auf bald. Tschüss.